Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die, weiterhin mit Jan der Totenmarkt. Willkommen! Willkommen! Ich esse gerade. Was? Jo, warte. So lecker. Muss ich mal Chips holen. Oh Jan, aber nie im Video, das weißt du ganz genau. Alter, da kriegt das Kotzen, ja, Junge. Ja. Ich hatte doch nichts ein, jetzt leere Gläser, Alter. Essen oder so. Ich Jan! Alter, du bist so ein asoziales Stück Kacke. Ich hab 8 und 2, Alter. XC. So. Ich mach mal noch ein bisschen Wasser hier. Ich habe mir noch 10 leere Dinger gehabt. Konnte man denn nochmal splitten, Jan? Holz. Rechte Mooswasser. Ach ja. Wasser stelle ich auch schon wieder her. Das haben wir. Die erste Luke ist fertig. Ach scheiße, die Leiter muss... Ah! Jetzt Probleme. Techniker rufen. Ja, so war's. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Erste Luke ist drinne. Gut. Und zweite Luke mache ich auch gleich rein zur zweiten Etage, ne? Jo. Dass wir die, den Gedöns auch fertig kriegen. Forge Iron ist auch komplett. Das sind ja die Fuckviecher, Alter. Jo. Müssen wir erst hier hin, Leute, und dann. Ja, nächsten Tag muss auf jeden Fall hier die Scheiße zu. So, nächste Luke ist fertig. So, die können wir auch nochmal abdecken, die Luke, aber das machen wir dann, wenn es soweit. Alter, was geht denn draußen ab, bitteschön? Pass auf, die sterben alle. Mama, ich krieg Angst. Ich... Da, wo die Autoteile sind, da machen wir jetzt auch dieses Forge Steel und Iron rein, würde ich sagen. Dass wir da so einen kleinen Überblick haben, ne? Da habe ich auch die Quests reingelegt, wenn wir sie brauchen. Ja, wir gehen nach oben und machen die Decke. Scheiße. Das klappt so nicht, Leute. Scheiße. Jetzt habe ich das mit der Luke falsch gemacht, Jan. Du hast die Luke in den Block reingesetzt und nicht über. Ja, wir kommen nicht mehr raus. Wir haben ein Problem. Warte, ich komme. Ich habe noch 5 Leitern. Die Leitern könnte ich jetzt hier hinsetzen. Warum kommt man eigentlich hier nicht mehr? Nee, man muss sich nur drehen. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Alles klar, man muss sich dann nur nach hinten drehen in dem Sinne. Und dann kommt man nämlich raus. Alles klar. Weil eigentlich ist es nämlich so richtig, ne? Ja. Wo ist richtig? Ja. Ja, man musste sich drehen. Okay, okay, okay. So, ich wollte hier oben noch ein bisschen updaten, Leute. Der Fußboden muss rein. Fußboden, Decke. Kann man sehen, wie man sieht. Von mir aus ist es die Decke. Bei dir ist es der Boden. Genau. Was ist denn jetzt? Was ist denn? Ich
sehe schon komplett spitz irgendwas wieder ein. Ja. Was trinken? Alter, weißt du, wenn ich so ein Glas trinken würde, Alter, wäre ich voll. Da ist schon kein Glas mehr, sondern irgendwie schon so ein fetter Behälter. Ja. Ah, wir überleben die Nacht. Also ich glaube, jetzt werde ich ruhiger gerade, wenn wir noch das Dach zukriegen. Läuft das schon. Ja, läuft das schon. Und wir müssen zusehen, dass wir Essen anbauen, Jan. Anbauen? Ja. Da draußen wieder. Wir brauchen ja ein bisschen was zu essen. Oder nicht? Wir haben doch fettes Maisfeld. Wolltest du nichts anderes anbauen, dass wir uns bestimmte Speisen machen können? Doch, aber jetzt schon. Nur Metall ist leer. Ich habe ja nicht gesagt jetzt. Ich habe gesagt, wir müssten uns noch in dem Sinne Essen anbauen und dies und jenes. Hier haben wir auch nochmal 8 Gläser leere. Können wir die ganzen Gläser mitnehmen und auffüllen. Draußen geht schon wieder ab, Alter. Die machen mich fertig, diese Viecher. Echt, jetzt ohne Scheiß, ey. Mama mia, ey. So. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus. Amadeus, Amadeus. Ein bisschen Nitrat. Ein bisschen Sand. Rost und Stahl. Nochmal Nitrat. Und dann hatten wir hier noch ein Lied. So. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das machen wollten. Warum haben wir denn so hoch Ach so. Nee, das ist jetzt die letzte Reihe. Und dann wollten wir rüberziehen. Machen wir jetzt ein Flachdach? Sagen, ja. Damit oben noch Footspikes draufkommen. Falls Spider-Zombies draufkommen sollten. Ja, aber ich denke, wir wollten wieder eine Luke für die... Ah ne, wir können ja außen herumlaufen. Hm. Wegen den Insekten, die ja noch kommen könnten. Wir gehen jetzt aber auch in den Keller, Leute. Ich mache mir neues Werkzeug. Und dann müssen wir zusehen, dass wir weiter farmen. Amadeus, Amadeus. Oh, oh, Amadeus. Oink, 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 oink. Die können wir droppen. Brauchen wir nicht mehr diesen Scheiß. Hast du die letzten... Ne, da waren sie, alles klar. Schon bei 10. Kann ich schon mal nehmen. Pickaxe craften. Ach, das reicht sogar schon. Brauch noch ein bisschen Holz. Du brauchst Holz? Ja. Ich komme. Aber ich springe jetzt nicht darunter wie so ein Geisteskranker. Nein. Hüp, hüp, hüp. Hüp. Hier. Bunker.
5 Euro. Naja, hier ist ein Holz wieder. Wir haben auf jeden Fall noch viel vor uns. Ja. Auf jeden Fall den ganzen Sand müssen wir noch ein... auch noch in den Ofen wieder, ne? Ach ne, der Sand braucht ja nicht in den Ofen. Stein musste in den Ofen. Kann man auch, aber... Ja, brauchte man nicht. Weißt du, jetzt könnte man ja auch eigentlich den Betonmischer herstellen. Wir haben eigentlich einen Motor, ne? Ja, das bräuchte man. Betonmischer ist nicht teuer. Können wir bauen, ja? Ja. Wir brauchen 25 Forge Iron Rap Kabel, also so ein altes Kabel vom Auto, haben wir glaube ich auch, oder? Hast ja Paulus auseinandergeführt. Ja, ja, ja. Dann so eine Feder. Haben wir auch. 5 Stück. Halt eine Small Engine und eine Short Iron Pipe. Weil wenn wir das Ding haben, brauchen wir nicht mehr Sand farmen gehen, sondern dann wirfst du ja nur noch Stein da rein. Und aus Stein wird ja Sand. Ja. Und dann gehe ich mal gucken, dass ich da irgendwie hatte. Ja, aber den würde ich dann in eine zweite Etage stellen, oder? Oh, Scheiße. Ja, bau doch irgendwie... Hier geht's doch hoch. Genau, da, wo du jetzt vorstehst. Hier geht's hoch. Ah ja, okay. Das Ding dürfen wir halt nicht wegnehmen hier. Amadeus, Amadeus. Guck ich mal, dass ich das Ding zusammengebastelt kriege. Genau. Umso früher das Teil läuft, umso besser. Umso besser, weil wir müssen ja dann auf den Schlag machen, ne? Die ja. Teile. Oh ja, 40 Federn haben wir, das reicht locker. Das reicht auch locker. Ich habe ja vorhin schon zwei durchgehauen hier wieder für die Luke und sowas. Also wenn du Autos zerlegst, hast du eigentlich keine Probleme. Short Iron Pipe, dann braucht man noch. Ja. Kabel, haben wir kein Kabel zu verarschen? Haben wir echt keine Kabels? Weißt du, wo wir Kabels wegkriegen? Aus dieser Fabrik, diese Metallfabrik, wo dieser lange Penis steht. Da kriegst du doch nur die Kabel weg, Jan. Sonst nirgendwo. Aus Autos kriegen wir die Kabel nicht, Jan. Echt? Ja. Ist jetzt kein Scheiß. Wir müssen zu dieser Fabrik. Weißt du, da war doch, wenn du reingehst in dieses Gebäude, waren doch da diese Drähte, die doch hochgingen und so. Habe ich dir doch mal gezeigt. Ja. Ja, und wenn du die kaputt machst, kriegst du die Kabel. Das Fabrikgebäude war ja irgendwo hier in der Gegend. Mal kurz. Oh mein Gott, dann gehen wir da halt hin, wenn es hell wird, weil wir brauchen den unbedingt eigentlich, meiner Meinung nach. Geht auch von Autos. Ja gut, aber da weiß ich, du gehst einfach nur an dieses Kabel dran, gehst mit der Wrench bei und machst es einfach kaputt und du hast glaube ich 50, 60 Kabel oder so. Also du kriegst da echt saumäßig viel raus. Also daher... Und von so einem Ofen geht auch. Was für ein Ofen? Ofen. Einfach ein Ofen. Die ist ja in Häuser rumgammeln. Okay. Weil wir ja ein anderes Haus da in der Nähe haben, da können wir gleich mal hingehen. Und da auch noch eins. Ja. Wie das hier schon wieder aussieht, ne? Kreuz und quer. Ist halt normal, ne? Ich glaube, das kannst halt du auch... Halt nur eine Mine. Das kannst du auch nicht ändern. Du kannst den Gang von, wie man das wirklich vernünftig runterläufst und so. Ja. Aber dann hört es sich auch auf. Denk daran, dass du deine alten Werkzeuge kaputt machst. Ja.
Ja, wir sagen auch wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei 7 Days to Die. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Tschüssi!